Hallo Leute und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal vom Apple Brandstorm Bielefeld. Heute Abend hat Apple iOS 16 für die Öffentlichkeit freigegeben und in diesem Video zeigen wir euch die größten Neuerungen und wie man sie selber benutzen kann. Also viel Spaß beim neuen Video. Fangen wir gleich mit der größten Neuerung in iOS 16 an, und zwar dem Sperrbildschirm. Das ist der neue Sperrbildschirm mit dem neuen Hintergrundbild von iOS 16. Man kann hier schon erkennen, dass sich doch einiges getan hat. Das heißt, einerseits ist das Bild natürlich im Hintergrund neu, dann haben wir hier unten zum Beispiel, wenn wir einen Fokus aktiviert haben, so eine kleine Anzeige, die wir jetzt immer hier sehen können. Und wir haben die Möglichkeit, Widgets hinzuzufügen und zum Beispiel auch die Schriften zu verändern, Schriftfarben zu verändern und verschiedenste Hintergrundbilder zum Beispiel auch hinzuzufügen. Wie das alles funktioniert, zeige ich euch jetzt einmal. Das heißt, wenn ihr jetzt neuerdings den Sperrbildschirm ändern wollt, einfach auf dem Sperrbildschirm einmal festhalten. Und dann kommt ihr in diese Sammlung rein. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht nur einen Sperrbildschirm haben, sondern mehrere Sperrbildschirme für verschiedenste Situationen oder wie ihr es auch haben möchtet. Und wenn ich jetzt in einen so einem Sperrbildschirm was verändern will, dann klicke ich hier unten einfach auf Anpassen. Und jetzt habe ich schon die Möglichkeit hier, wenn ich zum Beispiel auf die Schriftart klicke, das einfach zu ändern. Das heißt, das ist die neue Standardschrift von iOS 16. Das wäre es so, wie es bei iOS 15 ungefähr war. Jetzt kann ich auch noch die Farben ändern und wie gesagt aus diesen 8 verschiedenen Schriftarten zum Beispiel auswählen. Hier oben habe ich jetzt auch die Möglichkeit, zum Beispiel auch nochmal Widgets hinzuzufügen. Da gibt es dann verschiedenste Vorschläge, wie zum Beispiel, dass ich hier oben meine Fitnessdaten reinpacken könnte. Ich könnte aber auch zum Beispiel vom Kalender, von der Uhr, vom Wetter verschiedenste Widgets dort oben einmal hinzufügen. Es wird in Zukunft auch die Möglichkeit bestehen, dass zum Beispiel Drittanbieter-Apps dort oben Widget-Vorschläge oder Anzeigen aktivieren können. Wir können natürlich auch sagen, ich möchte da gar nichts haben. Das ist auch grundsätzlich möglich. Ich würde jetzt hier einmal wieder auf Wetter ändern und dann haben wir jetzt noch die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, okay, hier unten habe ich entweder die Möglichkeit, einen großen Widget anzeigen zu lassen und ein kleines oder halt paarweise bis zu 3 kleine, so wie ich das jetzt hier zum Beispiel habe. Wir können das wie gesagt einfach ändern, indem wir hier auf Minus klicken. Und dort oben können wir das auch wieder ändern, wenn wir wollen, zum Beispiel auch auf Uhrzeit oder aufs Datum. Und dann können wir hier Widgets nochmal einmal hinzufügen, also zum Beispiel einmal Batteriezustand meiner Apple Watch. Dann zum Beispiel die Fitnessringe und wie hoch die Regenwahrscheinlichkeit sein soll. Jetzt habt ihr hier auch neuerdings so einen Tiefeneffekt, den könnt ihr hier unten aktivieren oder deaktivieren. Da klicken wir mal einmal drauf. Da müssen wir erst einmal hier auf Fertig klicken. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, Hintergrundbildpaare festzulegen. Das heißt, ihr könnt entscheiden, ob zum Beispiel der Sperrbildschirm und euer normaler Home-Bildschirm das gleiche Hintergrundbild haben sollen oder ob man das anpassen möchte. Ich gehe jetzt mal hier auf Home-Bildschirm Bild anpassen und dann habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel auch hier ein Weichzeichen hinzuzufügen oder zu deaktivieren. Ich kann aber auch sagen, er soll sich zum Beispiel automatisch eine passende Farbe auswählen oder auch zum Beispiel einen Verlauf oder ich kann selber ein eigenes Foto als Hintergrund zum Beispiel noch hinzufügen, wenn ich das möchte. Wir lassen das jetzt hier mal auf Original und auf Weichzeichnen vielleicht. Und sagen dann hier fertig. Und so habt ihr dann zum Beispiel das Original iOS 16 Sperrbildschirm mit angepassten Widgets, angepasster Schrift. Und wenn ihr das entsperrt, dann seht ihr, dass hier zum Beispiel hier im Hintergrund da so ein Weichzeichner drin ist. Und wenn wir jetzt mal wieder sperren, dann können wir hier wieder draufklicken. Und dann seht ihr, dass ich hier die Sammlung schon ein bisschen mehr angeguckt habe. Zum Beispiel gibt es hier auch dieses Bild, was wieder zurückgekommen ist mit diesen Clownsfischen. Das gab es auch schon mal bei früheren iPhones. Oder ganz neu gibt es halt zum Beispiel so ein Astronomie-Ziffernblatt. Da hat Apple zum Beispiel auch so ein spezielles Paar an Hintergrundbildern, die auch zum Beispiel aktiv anzeigen, wo man sich gerade befindet. Und wenn ich zum Beispiel hier entsperre, nach oben streiche, dann sieht man, dass die Erde nach unten gerückt kommt. Das ist natürlich auch eine schöne Darstellung. Und was man jetzt auch neuerdings machen kann, ist, dass man Fokus und Sperrbildschirm zueinander passt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Fokus YouTube hier aktiviere, dann ändert sich auch gleichzeitig mein Hintergrundbild und auch mein Startbildschirmbild.
Und er zeigt mir das hier unten, wie gesagt, auch an. Und wenn ich hier wieder draufklicke, sehen wir auch, dass ich zum Beispiel hier einen Fokus mit diesem Hintergrundbild auch verknüpfen könnte. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier sagen, wenn ich den Schlafenfokus aktiviere, dann soll er mir dieses Hintergrundbild dazu packen. Also, hier gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wie man seinen Sperrbildschirm jetzt noch schöner gestalten kann. Jetzt zum Beispiel der Schlafenmodus aktiv, deswegen ist auch dieses Hintergrundbild jetzt von diesen Clownsfischen. Und wenn ich den jetzt wieder deaktivieren will, kann ich hier einfach einmal auf YouTube klicken und dann hat der Fokus gewechselt und somit auch die Hintergrundbilder. Wir gehen jetzt nochmal einmal in die Sammlung rein. Das heißt, wenn ich hier auf Plus hinzufügen sage, haben wir so eine ganze Galerie mit empfohlenen Hintergrundbildern, mit vorgeschlagenen Fotos, mit Wetter und Astronomie, mit Emojis, mit zum Beispiel anderen Sammlungen noch und mit Farbverläufen hier zum Beispiel. Was noch sehr interessant ist, dass man hier oben auch nochmal Kategorien hat, wie zum Beispiel zufällige Fotos, Fotos, Emojis, Astronomie oder Farben. Und hier haben wir zum Beispiel auch dieses Wetter-Hintergrundbild, was live animiert wird. Das wollte ich jetzt gerade auch nochmal zeigen. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel diese sternklare Nacht. Und das zeigt mir jetzt das Wetter für meinen Standort ein. Und wenn es jetzt zum Beispiel regnen würde, wird das hier auch regnen. Wenn es jetzt zum Beispiel blitzen würde, wäre es genauso. Ich kann aber hier auch zum Beispiel nochmal individuell Sachen einstellen. Aber das ist natürlich schon sehr interessant. Und das kann man auch wieder als Hintergrundbildpaar festlegen, dass beides gleich ist. Oder man kann es auch anpassen, wenn man möchte. Dann haben wir das jetzt mal einmal angelegt. Und dann würde das so aussehen. Jetzt wechseln wir den Fokus mal wieder einmal auf YouTube. Mitteilungen werden jetzt auch ganz neu dargestellt. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, jetzt unter Einstellungen, Mitteilungen, verschiedenste Varianten auszuwählen. Standardmäßig ist neuerdings jetzt Stapel festgelegt und die Mitteilungen landen dann alle unten. Ihr könnt es aber auch mehr so wie vorher haben, dass der Sperrbildschirm mehr Sachen anzeigt, dann wäre es auf Liste oder auch noch weniger auf Anzahl. Bei Anzahl ist es so, dass unten wirklich nur noch angezeigt wird, wie viele neue Nachrichten ihr reinbekommen habt, aber ihr sonst nichts seht. Bei Stapel ist es so, dass halt wie gesagt alles unten verschwindet. Bei Liste seht ihr halt noch mehr von Mitteilungen. Ich lasse das hier mal einmal auf Standard bei Stapel. Was auch noch neu ist, ist sogenannte Live-Aktivitäten. Das kann ich jetzt euch anhand von Musik zum Beispiel mal zeigen. Auch diese Schieberegler zum Beispiel wurden alle ein bisschen angepasst, wenn man das hier so sieht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Musik im Hintergrund laufen habe und da meinen Sperrbildschirm aktiviere, seht ihr, dass jetzt der Sperrbildschirm sich auch komplett anpasst. Das heißt, man hat hier ein schönes, großes Album, Coverart, dass man das sehen kann. Und ihr habt jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, hier einmal drauf zu klicken. Und dann verschwindet das, sodass ihr alle eure wichtigen Nachrichten einmal bekommt. Und ihr habt jetzt hier dann sowas wie diesen unteren Bereich, der sich live verändern kann. Und hier wird es in Zukunft auch sowas wie Live-Aktivitäten geben. Bedeutet, hier wird es in Zukunft zum Beispiel die Möglichkeit geben, dass Lieferdienste hier statt euch 5 Nachrichten zu schicken, wann euer Essen kommt, hier einfach so eine Live-Anzeige haben. Oder zum Beispiel werden es die Möglichkeit geben, dass hier Sportereignisse angezeigt werden und ihr nicht ständig neue Nachrichten bekommt, sondern dass sich das dann einfach in diesem Bereich nur ändert, wenn jetzt ein Tor gefallen ist. Das ist auch eine schöne Neuerung. Auch allgemein hier gibt es einige Neuigkeiten mit diesem kleinen Anzeige da unten, wenn sich das bewegt, dass auch live die Musik jetzt gerade wiedergegeben wird. Und wenn ich hier wieder darauf klicke, auf dieses Album, dann haben wir wieder dieses schöne große Cover. Und wenn ihr da in Musik wieder reinkommen wollt, einfach hier draufklicken, dann seid ihr direkt im Musikplayer. Den Bereich Fokus hat Apple auch nochmal stark überarbeitet. Das wurde ja letztes Jahr mit iOS 15 eingeführt. Jetzt haben wir noch so kleine Sachen, dass zum Beispiel neben der Uhrzeit wird mir jetzt immer der Fokus angezeigt. Ich habe jetzt diesen Fokus YouTube und da diese Glühbirne als Zeichen dafür eingerichtet. Deswegen wird mir das dort oben angezeigt. Allgemein, wenn wir jetzt mal in Einstellungen gehen und dann in diesem Bereich Fokus, sehen wir, dass es da noch viel mehr Möglichkeiten jetzt gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf YouTube gehe, habe ich die Möglichkeit, wie vorher auch, Personen und Optionen anzuzeigen oder Apps. Ich kann jetzt aber, wie gesagt, auch zum Beispiel meine Bildschirme hier anpassen und an einen Fokus verknüpfen. Ich kann aber auch zum Beispiel Fokusfilter hinzufügen. Bedeutet, man kann in den Apple Apps zum Beispiel
In Mails könnte ich jetzt sagen, dass im Fokusfilter bei YouTube nur meine persönlichen E-Mails angezeigt werden und keine Arbeits-E-Mails. In Safari zum Beispiel nur bestimmte Tab-Gruppen. In Nachrichten bestimmte Konversationen nur angezeigt werden und nicht alle. Und im Kalender zum Beispiel auch bestimmte Filter da passieren. Es gibt sogar auch Systemfilter. Das heißt, ich kann sagen, immer wenn ich meinen Fokus YouTube aktiviere, soll ein Stromsparmodus aktiv sein oder zum Beispiel das Erscheinungsbild dunkel sein. Die Nachrichten-App hat auch einige Updates bekommen. Das heißt, wir können jetzt in Nachrichten zum Beispiel einerseits die neue Diktierfunktion benutzen. Das ist ein iOS 16-Test. Und jetzt seht ihr zum Beispiel, dass wenn ich nicht rede, das gleich automatisch anhält und auch, dass er jetzt Komma und Punkt mit diktiert und dass ich zum Beispiel auch die Möglichkeit habe, lachendes Emojis hinzufügen, was früher nicht ging. Und ich kann dann diese Nachricht jetzt einmal absenden. Und wenn ich aufhören will zu diktieren, muss ich einfach hier neuerdings den neuen Diktier-Button drücken. Ansonsten macht er immer weiter mit dem Diktieren. Und allgemein kann man sagen, dass die Diktierfunktion wesentlich besser nochmal funktioniert und schneller. Und jetzt kann ich hier ganz normal das senden. Was neu hinzugekommen ist, ich kann jetzt hier gedrückt halten und dann neuerdings hier eine gesendete Nachricht bearbeiten oder widerrufen. Das heißt, ich kann jetzt hier einmal auf Senden widerrufen sagen und dann verschwindet die einfach. Und dann steht hier nochmal einmal der Hinweis, dass diese Funktion nur funktioniert, wenn die anderen Geräte natürlich auch schon iOS 16 haben. Wenn das noch nicht der Fall ist oder iPadOS 16, dann wird die Nachricht trotzdem immer noch angezeigt. Ich kann aber auch, wenn ich mich zum Beispiel verschrieben habe, wie gesagt, hier einfach auf Bearbeiten klicken, festzudrücken, einmal auf Bearbeiten und dann kann ich das neu zustellen, wenn ich das möchte. Und dann sieht man hier unten aber, dass man auch sehen kann, so etwas wie ein Bearbeitungsverlauf. Und das geht auch alles nicht unendlich lange. Das heißt zum Beispiel, Nachrichten können bis zu 5 Minuten später noch bearbeitet werden. Und dieses Zurücknehmen des Sendens geht nur 2 Minuten nach Abschicken. Das soll natürlich auch verhindern, dass irgendwie Konversationen im Nachhinein stark verändert werden können, sodass man das gar nicht mehr nachvollziehen kann, was man ursprünglich mal geschrieben hat. Was jetzt auch neu dazugekommen ist, ist, dass man jetzt hier, wenn man Audioaufnahmen machen möchte, hier, da wo diese App Store ist, hat man jetzt diesen neuen Bereich Audioaufnahmen und da drückt man jetzt einfach drauf zum Tippen. Das ist jetzt an einer neuen Stelle einfach gewandert und da hat man jetzt auch einige Vorteile, eine neue. Man hat jetzt auch die Möglichkeit, über Nachrichten im Prinzip ein SharePlay zu starten. Das heißt, wenn ich jetzt zusammen einen Film gucken will, musste ich vorher immer einen FaceTime-Anruf machen. Jetzt geht das im Prinzip auch, wenn ich sage, ich möchte jetzt gemeinsam einen Film anschauen, dann kann ich das einfach hier machen über SharePlay und dann drücke ich hier einmal auf Weiter, wähle die Person aus und habe jetzt die Möglichkeit per Nachrichten oder per FaceTime, das machen wir jetzt mal einmal per Nachrichten, einmal schicken und dann geht es schon los. Und das Ganze ohne FaceTime-Anruf. Und das haben sich auch viele gewünscht, weil man vielleicht ja was zusammen gucken will, aber nicht immer so einen FaceTime-Anruf haben möchte. Und jetzt kann ich nebenbei natürlich schreiben. Serie schon gesehen. Und fertig. Auch E-Mails hat neue Funktionen bekommen, wie zum Beispiel später senden, dass man sich Erinnerungen schicken kann oder erstellen kann, dass man noch eine E-Mail senden wollte. Und auch hier kann man das Senden widerrufen, so ähnlich wie bei iMessage, wie ich euch das gerade gezeigt habe, allerdings hier nur einen wesentlich kürzeren Zeitraum. Also da habt ihr dann nicht mehrere Minuten Zeit, sondern nur 10 Sekunden zum Beispiel beim Senden widerrufen. Beim später Senden habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, ich schreibe jetzt eine E-Mail, möchte aber, dass sie erst um 16 Uhr zum Beispiel gesendet wird. In Fotos habt ihr jetzt auch einige neue Funktionen. So ist es zum Beispiel so, dass jetzt standardmäßig zuletzt gelöschte Fotos oder ausgeblendete Fotos automatisch mit Face ID geschützt sind. Also wenn ich jetzt rein will, muss ich erst Face ID aktivieren, um mir die angucken zu können. Das ist natürlich sehr praktisch. Außerdem ist es so, dass ihr jetzt zum Beispiel in Fotos
nochmal mehr Möglichkeiten habt, dass Apple zum Beispiel nicht nur Blumen durchsucht, wo man dann hier diese zusätzlichen Informationen bekommt, dieses Nachschlagen, sondern dieses Nachschlagen kriegt auch nochmal mehr Funktionen. Teilweise ist es zum Beispiel auch so, wenn ihr jetzt in Fotos eine Währung erkennt, dass er die Währung zum Beispiel automatisch umrechnet. Also ganz viele neue Funktionen in diesem Bereich Intelligenz und Live-Texterkennung. Und was auch super praktisch ist, ihr könnt jetzt zum Beispiel hier auch Objekte aus einem Foto ausschneiden, indem ihr einfach nur drauf tippt und dann habt ihr jetzt schon diesen Eisbecher hier zum Beispiel ausgeschnitten und den könnt ihr jetzt einfach jemanden hier per Nachricht zum Beispiel verschicken. Eine sehr witzige Funktion. Siri hat auch so ein paar Sachen noch dazugelernt. Einerseits ist zum Beispiel noch einfacher, Siri mit anderen Apps zu nutzen. Und Siri kann jetzt zum Beispiel auch Telefonate oder FaceTime-Anrufe beenden. Die Diktierfunktion hatten wir schon gerade eben kurz gezeigt, ist komplett überarbeitet. Sie kann jetzt halt Kommas, Punkte, Fragezeichen hinzufügen und zwar automatisch. Man kann Emojis per Sprachbefehl hinzufügen und allgemein ist diese Diktieroption nochmal viel schneller geworden. Man kann gleichzeitig die Tastatur halt auch benutzen beim Diktieren. Karten hat jetzt endlich die Möglichkeit bekommen, mehrere Stops hinzuzufügen. Das heißt, wenn ich jetzt hier Karten öffne, steht hier zum Beispiel auch als neue Funktion Route mit mehreren Stops. Das können wir gerade mal einmal ausprobieren. Das heißt, wir geben jetzt hier einfach mal Hamburg ein und sagen dann zum Beispiel hier noch Stopp hinzufügen. Und dann können wir hier zum Beispiel auch die Reihenfolge ändern. Und dann berechnet er mir sofort die Route mit einem Stopp. Also es haben sich Leute wirklich lange gewünscht und jetzt ist es endlich möglich, da jetzt auch bei der Karten-App Stops hinzuzufügen. Die Home-App wurde auch komplett überarbeitet. Die gucken wir jetzt auch noch mal einmal an. Das heißt, hier gibt es einmal neue Home-Kategorien. Dann gibt es halt die Möglichkeit, noch eine bessere Übersicht zu haben. Man kann es halt noch leichter steuern. Und wenn ich zum Beispiel auch Kameras habe, habe ich jetzt die Möglichkeit, mehrere Live-Bilder mir auf einmal angucken zu können. So sieht jetzt zum Beispiel die neue Home-App einmal aus. Also ist komplett überarbeitet. Man hat hier oben jetzt zum Beispiel nochmal die Kategorien. Dann hat man hier diese Szenen und hier die einzelnen Räume. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier nur Lichtquellen mir anzeigen lassen will, dann kann ich einfach da draufklicken und dann werden die mir hier schön einmal neu sortiert. Und man hat hier auch teilweise zum Beispiel neue Symbole. Gefällt mir auf den ersten Blick sehr gut und wird auf jeden Fall auch das die allgemeine Übersicht erleichtern. Dann haben wir noch Neuerungen, zum Beispiel auch in der Health-App. Das heißt, hier in der Health-App gibt es zum Beispiel Verbesserungen bei diversen Sachen, die Apple jetzt ermittelt. Und hier kann ich auch noch sagen, ich möchte das noch weiter verbessern, indem ich meine Daten mit Apple teile. Und ich habe zum Beispiel auch neue Sicherheitsfunktionen. Die kann ich auch mit Apple verbessern. Hier wird man nochmal auf diese Checkliste diese Checkliste im Prinzip. Und man kann jetzt zum Beispiel hier auch Medikamente konfigurieren, wenn man Medikamente einnimmt. Die Übersetzen-App hat jetzt auch die Möglichkeit bekommen, dass man über die Kamera direkt hier Sachen einfließen lässt, Foto macht und dann zum Beispiel das direkt übersetzen kann. Das ist neu. Dann haben wir die Möglichkeit, sobald macOS auch geupdatet ist, zum Beispiel Handoff für FaceTime zu benutzen. In Zukunft soll in Fotos auch Duplikate erkannt werden, zum Beispiel in Kontakte sollen auch Duplikate erkannt werden und wir haben so etwas wie personalisiertes 3D-Audio. Das heißt, ich kann dann in den Einstellungen, wenn ich AirPods gekoppelt habe, im Prinzip sagen, dass ich mit meinem Face-ID mein Ohr einmal einscanne, damit ich nochmal ein besseres 3D-Audio-Erlebnis habe. Allgemein sieht man hier auch in den Einstellungen natürlich noch so Veränderungen. Zum Beispiel ist jetzt diese Familienkonfiguration nach vorne gerutscht. Das heißt, ich muss nicht erst auf meinen Namen klicken, sondern habe hier direkt diese Möglichkeit, bei meiner Familie hier Sachen zu ändern. Dann sehen wir hier zum Beispiel auch, dass es teilweise neue Kategorien gibt oder in den Kategorien zum Beispiel auch neue Möglichkeiten wieder. So, das soll es auch mit der Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen in iOS 16 gewesen sein. Ich würde mich über ein kurzes Feedback in den Kommentaren natürlich freuen
Und wenn ihr weitere Videos sehen möchtet, gerne unseren Kanal abonnieren.